Hallo Freunde, heute mal wieder ein kleiner Essentest und Getränketest. Nein, das nicht, das ist schon leer gefressen. Nee, wieder was ganz Neues, was ich noch gar nicht kannte. Lecker Dose, nicht für Frauen. Nein, erhöhter Koffeingehalt für Kinder, Schwangere oder stillende Frauen nicht empfohlen. Nur in begrenzten Mengen verzehren. Na gut, ansonsten kann man nicht sehr lang durchmachen. Mit Mate, Maya-Mate. Lecker, lecker, lecker. So, Test. Die Lasche. Es lässt sich nicht gut öffnen. Habt ihr ja gesehen. So. Also Leute, das Zeug schmeckt wie abgestandener, ekliger, geschmackloser Tee. Ich glaube Schwarztee. Also irgendwie eklig. Okay, wir drücken mal kurz auf Pause. Weiter. So Freunde, weiter geht's. Immer diese Unterbrechung. Das Catering hat das Essen gebracht. Also schaut euch mal an. Ich zeige euch jetzt mal hier, welche Farbe das gute Zeug hat. Also es sieht aus wie gelber Tee. Und dann kann der Kameramann auch mal einen leckeren Schluck nehmen. Anzoomen. Also es schmeckt wirklich wie abgestandener alter Tee. Nach, ich kann es euch beschreiben. Also hat nichts mit Energiedrink zu tun. Hier, koste mal. Schmeckt wie Tee. Du hast Kosten. Ansonsten sage ich allen, wie du heißt. Wie Tee, Alter. Also Freunde, und da einmal eingeschlafene Füße nicht genug sind, gibt es nochmal eingeschlafene Füße in einer anderen Geschmacksrichtung. Wollen wir die auch noch testen? Ja, er nickt. Dann testen wir die auch nochmal. Oh, das Zeug schmeckt irgendwie Granat. Haben die Maya Granatfrüchte gehabt? Ich weiß es nicht. Ich wage auch zu bezweifeln, dass Mate-Tee irgendwie was mit Südamerika zu tun hat. Aber weil Mayas jetzt in sind, werden die überall raufgedruckt. Also Reißer ist das Zeug nicht, Freunde. Ich würde ja gerne was zum Kosten abgeben. Jetzt erstmal deine Portion aussaufen müssen, Herr Kollege. Ja, Pflicht ist Pflicht hier. Mitgehangen, mitgefangen. So, der Kameramann wird jetzt auch nochmal als Versuchskaninchen. Er schüttelt sich. Du, das ist nur Tee. Gut, ich mach den kleineren Schluck rein. Der schmeckt irgendwie jetzt ein bisschen anders. Und der sieht doch rot aus. Guck mal. Ein lecker Fresschen, sag ich bloß, Freunde. Na, ich meine, wenn ihr jetzt schon 15 Bier drin habt oder so, dann könnt ihr darauf umschwenken. Um die Nacht durchzufeiern, aber irgendwie, das ist nicht so der Reißer. Also ich würd mir das nicht kaufen. Das schmeckt einfach nur wie Tee, wie alter, gammeliger Tee. Und da hat das auch so einen ganz komischen Geschmack, nach Blechdose irgendwie. Ja genau, Kameramann schmeckt es auch nicht. Ich meine, wie kommt denn so ein Zeug immer durch die Prüfungskommission bei dem Hersteller durch? Oder denen sind die Ideen jetzt ausgegangen? Warte. Tschüss, Freunde. Und das nächste Produkt, also so ein Produkt kriege ich auch hin, ne? Also, ich weiß es nicht. Was steht denn hier noch Schönes drauf? Also nicht für Schwangere, nicht für Frauen, nicht für stillende Frauen. Koffein und Mate-Extrakt. Wasser, Zucker, Granatapfel, irgendwas. Und alles, der Rest ist alles künstlich. Ach, Karottensaftkonzentrat ist drin. Ich weiß es nicht, Freunde. Tschüss!